So, jetzt ist der aufgestiegen, jetzt könnte ich mir auch was anderes. Jetzt kann ich Wolle zu Dings machen noch bei dem. Aber hey, guck mal, ich hab noch. Guck doch mal hier. Och Mann. Noch ein anderer? Der macht mir Wolle zu Geld, der macht mir Wolle zu Geld. Ist doch Wolle, oder? Wolle. Nee, Wolle habe ich jetzt keine dabei. Den Wolle habe ich daheim gelassen. Der gibt mir Äpfel. Du gibst mir jetzt gar nichts mehr, du Arsch. Ach komm. Hast du kein Geld mehr? Nee. Die haben alle so teure Preise. Papier habe ich natürlich auch keins dabei. Der, nee, oh, wo? Das wäre wahrscheinlich fast billig in dem Spiel. Nö. Hatten wir dich schon? Ach, 17 Wolle will der. Oh, die pflanzen wieder nach, wenn man mal weg ist. Ist auch nicht schlecht. Kann man quasi sich wieder bedienen mal eine Runde. Wie viel bringen die eigentlich? Habe ich noch gar nicht probiert. Man wird gut satt. Ja. Oh, es wird gleich dunkel. Dann legen wir uns gleich mal schlafen hier irgendwo im Dorf. Der bringt uns Chicken. Chicken McNuggets. Nö. Du? Nö. Mann, ihr habt alle voll die Ramschangebote. Will nicht noch einer ein bisschen Heu kaufen von mir? Ich hab noch so viel. Ach, Smaragde, hey. Ist ja gar nix. Ist doch, naja, Fastnacht. Fastnacht. Jetzt? Jetzt? Aber jetzt? Jetzt aber? Komm, jetzt aber. Jetzt aber. Oh. Oh Gott, ach Gott. Nein, ich bin nicht müde. Ich muss nur meine Augen ausruhen. Also wenn ihr gleich so ein dumpfes, aufschlagendes Geräusch so ans Mikrofon hört oder so. Und nur noch Geräusche. Dann kann ich mir das gar nicht erklären, was das ist. Weil ich und müde. Ja, pff. Sein an der Waffel, ich und müde, nie. Bäh. Ja, die Hand-Augen-Koordination hat auch ein bisschen nachgelassen. Mensch, super, hier war auch noch nie einer drin, weil die kommen hier gar nicht den Gap hier hoch, diesen Spalt, kommen da, helfen wir mal ein bisschen nach. Na toll. Von 4 Stück sind jetzt 2 natürlich. Komm hier. Komm, geh mal ein bisschen weg. Da kannst du auch ins Haus rein. 4 Bäm. Was will ich mit 4 Bäm? Mensch, die haben mir echt nachgepflanzt. Ach nee, das sind die Kartoffeln. Ich habe hier geklaut. Das war ein anderes Feld, wo ich jetzt nochmal geklaut habe. Ah, I see, ich verstehe. Die pflanzen gar nicht nach.
ich was geklaut? Nein. Oh, 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 oh. Die haben doch auch bestimmt irgendwo. Moment. Ne, ich glaube, da brauchen wir eine Schmiede oder so, gell? In der Schmiedekammer haben sie meistens eine Holzkiste stehen. Aber die haben ja hier nicht mal eine Schmiede. Das ist ja voll das Popelsdorf, was ich hier gefunden habe. Die haben gar keine Schmiede. Das ist natürlich doof. Weil in Schmieden stehen manchmal Kisten, wo so ein bisschen was versteckt ist. So. Nehmen wir noch ein paar Karotten mit, wenn wir schon dabei sind. Und ein paar Kartoffeln. Wo war denn das nächste Dorf? Ich weiß es nicht mehr. War das in die Richtung? Auf jeden Fall ist da ein Sumpf. Vielleicht finden wir ja ein Hexenhäuschen. Was flackerst denn du da hinten eigentlich rum? Ich sehe kein Hexenhäuschen. Ich will mal eine Hexe umbringen. Also in Minecraft habe ich noch nie eine Hexe so gefunden. Die musste ich mir bisher immer ercheaten sozusagen. Im Kreativmodus, aber... Aber die sollen ja irgendwo im Sumpf sein, soweit ich weiß, in Hexenhäuschen. In so Holzhäuschen, wo die drin hausen. Die haben wir ja gerade ein bisschen Sumpf, da können wir mal gucken. Vielleicht ist hier ja irgendwo so ein kleines Hexenhäuschen. Ich glaube, hier ist der Sumpf schon wieder vorbei. Da hinten, nee, da ist auch nichts. Was wir auch noch nicht gefunden haben, ist so in der Wüste. So ein Wüstentempel. Einen anderen Tempel haben wir ja schon gefunden. Boah, puh, meine Augen, hey. Die fallen gleich von alleine zu. Sorry, dass ich gerade so ein bisschen doof rumschlapp. Aber. Ich werde echt gerade müde. Und mit der Müdigkeit möchte ich nicht unbedingt nochmal in eine Höhle gehen. Man möge es mir verzeihen. Hier sieht's doch schön. Sumpfelig aus. Komm, hier finden wir jetzt ein Hexenhäuschen. Dann slayen wir die gerade mal schnell nieder, gucken, was sie fallen lässt. Die macht, glaube ich, random. Die hat, glaube ich, immer alles dabei. Von allen möglichen Monstern kann die Sachen fallen lassen. Ja, Sumpf. Schöner, hässlicher Sumpf. Schön grau, pampig alles hier. Meine Nase juckt. Meine Augen brennen vor Müdigkeit. Ach so. Ach, verdammt, die sollte man vielleicht nicht roh essen. Oh, die machen auch gut satt, die Karotten. Kann man eigentlich auch mitnehmen. Kann man so lassen. So.
Ja, Hexenhäuschen. Wäre jetzt toll, wenn wir mal so random eins gefunden hätten gleich auf Anhieb. Aber es sei uns mal wieder nicht vergönnt. Oh, hier sieht's auch wieder erdspaltelig aus. Uah, 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 uah. Natürlich sind die Lichtupdates wieder hervorragend. Schade, ich hätte jetzt echt gern mal sowas gefunden. So ein Hexenhäuschen. Aber hier ist der Sumpf hier, glaube ich, schon wieder zu Ende. Geht noch in die Richtung ein kleines Stückchen. Nö, da steht auch nichts. Hexenhäuschen-mäßig. Tja. Voll umsonst wieder die Tour hier gemacht. Und ich merke, wie ich wieder immer müder werde. Ja, das ist immer so mit diesen Spätaufnahmen bei mir. Kann, sowas sollte ich eigentlich lassen, aber wie man wahrscheinlich auch hört, es ist dann dafür kein Traffic im Hintergrund. Also Auto-Traffic. Der ist jetzt dann. Normalerweise bei meinen Aufnahmen hört man ja alle paar Minuten. Das war wieder zu enthusiastisch. Ja, das ist ja um die Uhrzeit, wo ich jetzt hier gerade aufnehme, ist das ja eher dann selten. Nee, komm. Vergiss es. Fahr mal heim. Die Villager wollten ja nix, sonst nichts mehr mit uns handeln. Naja, immerhin 8 Smaragde. Noch von dem einen abgestaubt. Schade, ich habe jetzt gedacht, man könnte es unendlich machen. Man könnte die so abknüpfen bis zum geht nicht mehr. Aber da ist anscheinend ein Limit. Komm hier aus Prinzip. Oh. Oh. Doch, haben wir. Hab schon gedacht. So, dann legen wir uns mal kurz wieder in der freien Natur zum Schlafen. Komm, hier, die Sonne ist doch unten da. Was soll denn das hier jetzt, aber. Renne ich überhaupt in die richtige Richtung? So. In die Richtung müssen wir. Gut. Oh Mann, ich will mal eine Hexe finden in Natura. Ich habe die noch nie so in Natura gefunden. Mäh. Ah, Slime. Stimmt, die spawnen ja jetzt auch hier in Sumpfgebieten. Und da wäre schon wieder die nächste Höhle. Na, renn doch.